Alter. Alter, guck mal, über zwei Spuren fährt ihr da raus. Obwohl auf beiden Spuren Autos kommen. Ja, wenn er nicht aufs Handy gucken würde, dann wüsste er auch, wann er die Spur wechseln muss. Ist das die 250er? Ja, ist die große. Die große? Ja. Hä? 250 ist aber nicht die große. Doch, die gibt's noch genauso in klein, mit 125. Ah, ja. Also aber in Anführungszeichen. Das ist für mich die 600er, nur bei meiner steht hier auch noch 250 drauf. Nee, ja. So ein geiles Teil. Hast du die gleiche? Ja, ich habe auch die 52er, nur in schwarz. Okay, ja, da steht's vorne, hast du recht. Macht Spaß, ne? Ja, ist toll. Wiegt nix, fährt wie ein Fahrrad. Ja. Ja, weiter. Ciao. Der hat Ahnung. Der hat Ahnung von guten Motorrädern. Ja, es gibt, also ich habe hier die Honda CBR 250R. Es gibt ein Modell, die, das ist eine 125er, die schaut fast genauso aus. Und ich dachte, die meint er. Oh. Puh. Mann. In solchen Situationen bin ich echt froh, die Hupe zu haben, ey. Für sie war das jetzt keine große Sache. Sie hat sich jetzt kurz entschuldigt, kurz die Hand gehoben. Für sie ist die Welt in Ordnung, ja. Aber wenn sie in mich reinfährt und mich, und keine Ahnung, mich umhaut oder so, dann ist es für mich halt ein bisschen schlimmer als für sie, ja. Deshalb, Mann, die Leute müssen gucken. Und da kann keiner sagen, ja, ich bin in ihrem toten Winkel gefahren. Deshalb gibt es den Schulterblick. Die muss den überwachen. Ich muss nicht ihren toten Winkel überwachen, dass ich da jetzt nicht reinfahre oder so. Puh. Ja. Oh, da würde ich gerne gucken, ob der im Handy ist. Ich hätte gar nicht gehupt jetzt eigentlich. Hier ist 50, gell? Ja. Ich hupe mal gar nicht, weil ich will gucken, wie lang brauchen sie es, um es zu merken. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, kann man machen, ja. Aber behindert halt. Ja gut, hinter uns wackelt. Nö, keine. Der behindert ja auch die Leute, nicht wir. Ich meine, hupen ist ja verboten. Weil es ist ja keine Gefahrensituation. Das heißt, eigentlich müsstest du aussteigen, an die Fensterscheibe klopfen und ihm Bescheid sagen. Hm, aber das zählt dann als Parken. Als was? Obwohl, nee, da ist ja eine Verkehrsbehinderung da vorne, du kannst ja nicht fahren. Ja, halten ist ja ein freiwilliges Stehenbleiben. Stimmt. Ist echt so, gell? Ja. Oh, Alter, bei einer Polizeikontrolle, wir werden so gut informiert. Schlimm. Ja, fahren wir ihm einfach nach, komm. Ich werde jetzt neben ihm. Ja, dann fahren wir neben ihm. Nee, ein Apfel in der Hand. Ach, sie ist am Essen. Wahrscheinlich, vielleicht hast du ihn rausgekramt. Ja, das kann auch sein. Ach, deswegen staut sich's hier so. Ey, der darf hier doch gar nicht fahren. Das hier ist eine Kraftfahrstraße. Da dürfen, glaube ich, nur Autos drauf fahren, die schneller als 60 km/h fahren können. Und das da war ja eine Mofa-Zulassung. Oder wie man das nennt. Also 45 km/h. Der hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Glaube ich mal.